Was mit Alkohol? Ich weiß, ihr trinkt ja nicht. Wenn aus Versehen doch einer mal bei Oma zur Moncherie gezwungen wird, was ist dann los? Und dann denkt man aber so als Fahrschüler, Ola ist 100, warum fährt der nicht? Wenn ihr dann denkt, ja, Plakette sehe ich selber, kein gutes Zeichen. Führerschein Klasse B. Wie viel Tonnen? Gerge? 3,5 ist gut. Wie viele Personen dürft ihr mit der Lizenz, wenn ihr die fertig habt, mit großem Auto und so? Patrick? 8. Mit dir oder? Mit mir. Oder plus ich? Ja, plus ich, klar. Alles klar. 8 plus ich. Gut. Was mit Anhänger? Kann ich. Gerne. Bis 750 Kilo. Bis. Das schreibe ich mal hier dran, also 750 Kilogramm, die kannst du immer dranhängen. Ja, aber wenn ich so, also wenn ich an sich nicht an die 3,5 Tonnen komme, dann kann der Anhänger auch schwerer sein. Wie meinst du das? Also wenn mein Wagen zum Beispiel nur 2 Tonnen wiegt, dann... Ja, also ich mach, warte, mach ganz schnell so, zack, Auto, hier. Der wiegt 2 Tonnen. Dann darf der Anhänger halt auch 1,5 Tonnen. Korrekt, das könnt ihr machen. Zack, Anhänger, der kann dann 1,5 Tonnen wiegen und dann... bin ich nicht darunter. Also darüber. So. Ich bleib da drunter und dann ist das safe. Welche Führerscheinklassen sind inklusive, ja, wenn ihr B macht? Finn? Mofa? Also. Wie heißt das? AM? AM, ja genau, AM. Die heißen. Patrick? L. L wie Landwirtschaft. Gut. Lizenz, wenn ihr die macht und fertig seid, wie lange ist Probezeit? Matthias? 2 Jahre. Korrekt. Bleibt das bei 2 Jahren oder Finn? Wenn was passiert. Ja, wenn du zum Beispiel Bußgeld, irgendwas läuft schief, dann kann das Ding hier verlängert werden. Nochmal plus 2 Jahre. Was mit Alkohol? Ich weiß, ihr trinkt ja nicht. Wenn aus Versehen doch einer mal bei Oma zur Moncherie gezwungen wird, was ist dann los? Was sind? 0 Promille. 0 Promille. Ich weiß. 0,0. Ich glaube, so ist das Zeichen. Safe. Bis wann? Bis 21. Ja. Bis 21. Und wenn ihr hier drin seid in der Probezeit, dann sowieso zero. Okay, und wie schnell baut sich Alkohol ab? Frage in der Theorieprüfung. Habt ihr eine Idee oder gar nicht? Ja, denkt daran, ist Theoriefrage. 0,1. Das ist ein komisches Zeichen hier. Promille pro Stunde. Safe. Welche 3 Versicherungsarten gibt's? Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko. Kriegst du die Unterschiede auch irgendwie? Haftpflicht ist halt, muss man haben. Ja. Teilkasko bei. Zum Beispiel bei Glasbruch, aber eigentlich fast bei allem, wo man halt selber nicht schuld ist. Ja. Und Vollkasko auch bei Eigenverschuldung, also generell egal, wer die Schuld hat. Was macht die Vollkasko dann? Die bezahlt alles. Egal, ne? Auch wenn ich keinen Bock mehr habe und ich baller geradeaus vor die Wand, dann kauft die mir ein neues Auto. Gut. Wenn ihr euch ein Auto gekauft habt, egal was, so gebraucht, wie lange hat das TÜV? Hauptuntersuchung heißt das in eurer Fachschule. Sag nochmal deinen Namen. Sarah. 2 Jahre, gut. Aber wenn ein Auto brandnagelneu ist, dann Finn? 3 Jahre. Dann hast du 3 Jahre. Ich zeig euch hier nochmal so eine komische Plakette. Wenn mir jemand sagen kann, wann musste dieses Auto zum TÜV? Patrick? April 2015. Na gut, wie hast du das errechnet? Weil erstmal die 15 steht ja in der Mitte, also 2015. Ja. Und April, weil die 4 nach oben zeigt oder halt dieser Zeiger auf 4 Uhr zeigt. Ja, denkt dran, das ist die Uhrzeit. Ne? Die Sheriffs, wenn die hinter euch herfahren, die holen ja nicht die Lupe raus und gucken da irgendwie, oh, was steht da für eine Zahl? Weil wenn ich das Ding hier drehe, jedes Jahr verschiedene Farben, keine Ahnung, nehmen wir die 18 so. Und jetzt sieht man ja, auf wie viel Uhr, ich meine, du guckst so böse. Auf wie viel Uhr zeigt der dicke Balken, Finn? 9 Uhr. Die 9 ist oben. Wann muss das Auto zum TÜV? Finn? September. 9. Monat, 18. Gut. Daniel, fahren oder stehen bleiben? Fahren. Gut. Ja. Also die Ampel nicht geht, dann muss er stehen bleiben. Safe. Für alle klar, ne? Weil, warum hängt das Stoppschild da nochmal an der Jantai? Falls die Ampel nicht funktioniert. Was bei dem Bild? Erstmal. Da, hier, grüner Pfeil auf grünem Baumgrund, super zu sehen. Auf jeden Fall. Da könnt ihr safe sein, ne? Wenn ihr dann an die Kreuzung hier ranfahrt und ihr wisst, dass ihr den Pfeil habt, tschüss, nicht zucken, könnt ihr einfach durchfahren. Im Gegensatz zu in? Da hat er uns geschehen beim vorher gucken und dann prüfen, die sollen einfach auf grün warten, damit wir niemanden übersehen. Erinnert ihr euch daran? Ja? Wenn ihr in der Prüfung seid, an der Stelle ist meine Empfehlung, nicht zu fahren.
Es ist okay, wenn ihr wisst, dass man fahren darf. Es ist auch cool, wenn ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Aber das Gefährliche war, ihr steht jetzt hier, macht das genau so, wie Finn sagt. Ihr guckt dann auch mal zur Seite und so, boah, super. Keiner kommt und in der Prüfung, dann ist man ja auch so ein bisschen nervös. Und dann fährt man langsam los. Und wenn man so langsam hier rumfällt, springt die Ampel wieder auf grün. Und wer kriegt dann noch grün? Matthias, Fußgängerrecht. Die hier. Und dann kommt einer mit dem E-Bike hier angeballert und dann seid ihr geliefert, weil ihr den nicht mehr aus dem Augenwinkel seht. Deswegen würde ich an eurer Stelle so lange warten, bis das Ding auf grün springt und dann seid ihr safe. Und wenn der Prüfer fragt, sagt ihr, na, ich chill hier. Das ist gut. Gut, eine Prüfungsfrage, die ihr habt dazu, ist die hier. Ich lasse auch vorlesen, warte. Wo ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild vor dem Abbiegen nach rechts anzuhalten? Justin? Die letzten beiden. Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung, cool, und dann eine Haltlinie. Nicht durchballern. Meine Mama macht das immer noch. Wenn ich da 100 fahre, außerhalb geschlossener Ortschaft, wie viel Abstand brauche ich dann? 50 Meter. Cool, wie machst du 50 Meter? Posten. An den Dingern hier? Was mit denen? Cool, von hier bis da, und wenn du dann sehen kannst, der vor dir hat ungefähr so viel Abstand. Manchmal in der Prüfung fährt der vorne keine 100. Und dann denkt man aber so als Fahrschüler, Ola ist 100, warum fährt der nicht? Und dann kommt man auf die komische Idee, hier zu drücken. Der Prüfer sagt nichts, wenn das mal kurz passiert. Aber es ist schon mal vorgekommen, dass die Fahrschüler so nah dran gefahren sind, dass der Prüfer gesagt hat, na ja gut, wie Sie sehen können, muss das Auto ja im September zum TÜV. Ich habe jetzt alle Informationen, Sie können ruhig wieder auf Abstand gehen. Der Prüfer greift nicht direkt ein, der sagt nicht, Junge oder Mädchen, nimm Abstand, sonst fallt ihr durch. Aber der winkt so mit dem Zaunpfahl. Wenn ihr dann denkt, ja, Plakette sehe ich selber, das ist kein gutes Zeichen. Dann müsst ihr dann wach werden und darauf achten, was der von euch will und warum der das überhaupt sagt. Es ist nicht schlimm, wenn man kurz diesen Abstand unterschreitet. Kurz. Wenn man das dann aber selber wieder checkt und dann wieder auf Abstand geht, ist alles cool. Was kann ich machen, wenn ich keinen Leitpfosten habe, wollte ich sagen. Mit Objekt, zum Beispiel jetzt in dem Fall die Brücke. Ja. Dann, wenn er näher fährt, sehe ich jetzt 21, 22, 2 Sekunden. Und dann, wenn ich weiß, dass ich erst dann oder später an dem Platz vorbeifahre, ist das schon groß genug. Safe. Das könnt ihr euch merken für überall. Wo kann man dieses 21, 22 noch gebrauchen? Am Stoppschild sagen. Ja, okay, das ist auch cool. Wenn du dann da stehst, musst du so... Ja, bei allen Geschwindigkeiten. Ja, also in der Stadt jetzt nicht unbedingt bei 30, das ist egal. Aber wenn ich auf der Autobahn 260 fahre, dann ist ja eigentlich halber Tacho. Das sind irgendwie 130 Meter, drei Pfosten und ein halber, einen im Sinn. Oh nein, jetzt fahre ich schon wieder 245. Wo ist mein Taschenrechner? Ach, lass mich in Ruhe, ich kann mich auch nicht konzentrieren. Das ist Käse. Aber wenn ihr dann auf der Autobahn fahrt und fahrt ein bisschen schneller und nehmt euch irgendwas, fahrt da unter der Brücke her, nehmt den Schatten und zählt dann 21, 22, dann ist das immer safe. Gespeichert? Gut. Ganz kurz springen wir einmal durch. Was ist mit denen hier? Ich habe euch erzählt, warum mein bester Kumpel durch die Prüfung gefallen ist. Ding sauer. Also wenn man da durchfährt? Ja, wenn man da durchfährt. Also angenommen, da ist jetzt 50, ne? Wir fahren so mit 50 ist Prüfung, ja. Wenn da ein Bus ist, 4 bis 7 fahren. Liegt das nur an dem Bus oder ist das ein Special Bus? Hat der Special Features? Ja. Deswegen soll es hier so toll leuchten, wenn der Warnblinklicht anhat. Dann was? 4 bis 7 km/h, also Schrittgeschwindigkeit. Ja. Was machen die Autos hinter dir, wenn du 4 bis 7 km/h fährst dann in der Prüfung? Finn? Eskalieren. Und was macht ihr dann in der Prüfung? Haben. Gut, ja. Ja, zieht ihr durch. Das ist gut. Ja, wenn die hinter euch hupen oder eskalieren, egal. Dann einfach chillig bleiben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Man fährt da lang so und dann auf einmal sieht man, wenn man das überhaupt schafft, den Bus zu sehen. Weil meistens ist das ja so, dann fährt hier ein Auto, da ein Auto, da ein Auto. Da fahren ja auch Autos. Man hat manchmal Glück, dann blinkt das hier oben auch. Das sieht man dann. Und dann müsst ihr so Focus, okay? Ja, und dann 4 bis 7 km/h. Stabil bleiben. Jetzt fahrt ihr 4 bis 7 km/h und einer streckt den Kopf raus. Was dann, Justin? Anhalten. Genau, nicht umfahren, denn dafür fahren wir 4 bis 7 km/h. Kinder. Ja, auf Kinder muss man besondere Rücksicht nehmen, weil sie halt nicht so erfahren sind und halt nicht unbedingt schlau verhalten. Die verhalten sich nicht schlau, ne, das stimmt. Also deswegen muss man halt immer ein bisschen ausgehen, dass sie ohne Sinn irgendwie auf die Straße laufen oder so. Ja. Und deswegen muss man halt immer bremsbereit sein und auf dem Tempo runtergehen. Korrekt. All das, was er gesagt hat, ist cool. Ali, was willst du noch ergänzen? Kann man wie Betrunkene, ne, oder falsche Zigarette hier, kann man dann vergleichen, ja? Wichtig ist, wenn ihr in der Prüfung Kinder seht, also hier, das ist jetzt hier so ein Fahrschulbild. Da fahre ich sowieso nicht drüber. Dann ist es okay. Aber ich meine, wenn die da am Rand stehen und angenommen, ihr seid hier in dem roten Auto und kommt da in der Prüfung angefahren und ihr wisst, okay, alles klar, hier ist 30 und jetzt betteln die sich da. Finn, dann was? Ja, dann würde ich, um die Prüfung zu sagen, dass ich das gesehen habe, ein bisschen langsamer fahren und bereit. Ja, ihr braucht auf jeden Fall eine Reaktion. Wenn es keine gibt, ich will nicht sagen, gibt es keinen Führerschein, aber dann gibt es auf jeden Fall so ein Ausrufezeichen erstmal. Und dann guckt der Prüfer sich das noch ein bisschen weiter an, wenn er gute Laune hat. Weil irgendwie müsst ihr dann darauf reagieren. Kurze Frage, was machen eure Verwandten, Bekannten oder Eltern, wenn die so Kinder am Straßenrand sehen? Ali? Gucken und dann auch getrunken haben.
Bäb und dann so, ne? Denkt dran, nicht machen. Wir müssen fahren wie ein... Gut. Da sind Kinder, wir bleiben stehen. Das ist hier ein Bild noch aus eurer Theorieprüfung. Was kann passieren? Die Frage ist, mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Alle Kinder warten auf dem Gehweg, die Kinder verlassen einzeln nicht rechtzeitig die Fahrbahn und einzelne Kinder kehren wieder um. Womit muss ich rechnen? Patrick? Ich glaube mit 2 und 3. Ja, kann sein, dass der wieder zurückläuft oder der, wie betrunken auch. Ja. Wer kann mir was zum Rückwärtsfahren erzählen? Finn? Ja, man muss da halt hier auf dem Bild zu sehen. Nach hinten schauen, dass sie jetzt nicht nach hinten lehnen, zum Flug über direkt. Und man soll auch beide Hände wieder auf dem Bild zu sehen, fest am Lenkrad halten. Ja. Und nicht irgendwie mit einer Hand warten. Und man muss natürlich auch auf die Winkel zu achten. Gut, dann denken, nicht den hier machen, ne? Nicht einfach umdrehen, dann stehen wir da. Wenn der Prüfer euch sagt, wenn er zum Beispiel S-Mann sagt, such dir eine geeignete Stelle zum Umkehren. Was machst du dann? Die erstbeste Stelle. Okay, was mit der erstbeste? Eskaliert voll auf die Bonbons, ne? Anni hat irgendwie Schokobons da reingepackt. Sie schielt auch schon die ganze Zeit darum, da kann ich mir gar nichts erzählen. Ne? Wir haben 1,5 Kilo, also kann nichts schief gehen. Ich glaube schon. Hau rein, Habibi. So, erstmal, wir fahren Straße entlang, so, geradeaus, und der Prüfer sagt, erstmal such dir die Stelle zum Umkehren, dann machst du was. Erstbeste Stelle so, zum Umkehren suchen. Aber wie? Wie kehrst du um? Handbremse, Turnaround oder vorwärts rein oder was machst du? Ja, rückwärts rein. Ah, warum? Weil ich dann leichter rauskomme. Weil wenn du nämlich vorwärts reinfährst, erinnert ihr an das komische, gegebenenfalls einweisen lassen? Das ist das einweisen lassen. Dann müsst ihr sagen, hallo, können Sie aussteigen, bitte gucken, die da, ich kann nicht hier raus, komme nicht raus. Das einweisen lassen. Aber in der Prüfung macht ihr es euch einfach, wenn ihr rückwärts irgendwo reinfahrt, fahrt ihr vorbei, da rein. Und wenn ihr vorwärts wieder raus wollt, seht ihr alles. Was ist der Unterschied zwischen dem rechten und linken Schild? Denkt dran, nicht sagen, da ist ein Strich mehr. Das linke ist ein Parkverbot, absolutes Parkverbot. Das rechte ist ein eingeschränktes Parkverbot. Okay, das ist schon mal gut gesagt. Aber wo ist der Unterschied? So, was habe ich irgendwas mehr, irgendwas weniger? Dann habe ich ja noch irgendwo das hier mal gefunden. Keine Ahnung wo. Finn? In beide Fahrtrichtungen. In beide Fahrtrichtungen. In beide Richtungen, nach rechts und links, der Seite. Safe? Verstanden? Gut. Wer von den beiden steht falsch? Der rechte. Er? Blaue. Warum? Weil der Fahrer nach rechts zeigt. Der. Safe. Prüfungsfrage. Was ist da schiefgelaufen? Wer von den beiden steht da falsch? Justin? Der Graue. Der Graue. Klar, warum, oder? Wie schnell darf ich außerhalb geschlossener Ortschaft nochmal fahren? 100. So, wenn ich da mit 100 stehe und der steht dann da rum, kannst vergessen. Letzte Frage dazu. Wie schwer ist der Zettel? 0,000. Warum frage ich, wie schwer der Zettel ist? Ali? Wenn du draußen windig ist oder so, wenn man die Tür zumacht, dann kann er da wegfliegen und dann... Und dann stehst du da. Dann kriegst du Post vom Bürgermeister. Ja. Achtet darauf, ne, wenn ihr das Ding gezogen habt, vernünftig reinlegen, einmal raufgucken und fertig. Wir haben jetzt 6:02. Was für eine Uhrzeit würde ich die Parkscheibe jetzt stellen? Lara? Auf 6. Gut, wie kommst du da drauf? Ja, auf die nächste volle oder halbe Stunde aufgemacht. Gut. Und wenn du jetzt frech wärst, was würdest du dann machen? Ich habe so dieses Gangsterpotenzial gehen. Dann denkt man immer drüber nach, was könnte man eventuell, wie? Da könnte man auf 6:30 stellen, ja, man könnte 3 Minuten dazu mogeln und dann könnte man einfach so machen. Hoffen, dass 3 Minuten lang keiner kommt und dann ist alles gut. Das Ding in Pink, in Blau oder in Grün oder von eurem Fußballverein, nicht kaufen. Also könnt ihr euch kaufen, aber ins Zimmer hängen, halt nicht ins Auto legen, weil das nicht gilt. Das muss halt immer das Ding sein, es muss so aussehen und es darf sich nicht weiter drehen. Ich habe euch gestern kurz gesagt, wie das läuft, wenn ihr da auf diesem Parkplatz steht und da jetzt, keine Ahnung, 18 Uhr eingestellt habt und man da nur 2 Stunden parken darf. Wie finden die ganz schnell raus, ob ihr da seit 2 Stunden steht oder ob ihr da schon länger steht? Daniel? Ja. Und dann sehen die, ob du das Ding weitergedreht hast oder nicht. Ne? Das heißt also, denkt nicht, ihr seid schlau und dreht die Parkscheibe einfach immer weiter, kommt kurz runter, hat dann das Auto wirklich einmal rein und raus. Wüsste ja jeder sofort Bescheid. Oh, es wird dunkel, ich mache einmal das Licht an, sagt man doch. Man sagt dann, oh, ich mach, schalte doch mal bitte das Abblendlicht ein. Oh, ja, sehr gern. Macht ja kein Mensch. Da läuft das Reh hierher. Und auf einmal steht das mitten an der Straße und dann kommt so ein helles Licht angefahren. Das Einzige, was das Reh macht, ist... We'll be right back.